die 90er Jahre, gerade 91, war ein Riesenumbruch im ganzen Land. Und dann dachte ich mir, macht man mal einen Besuch in Berlin. Dann habe ich mir meine Haare schwarz gefärbt und dann sind wir nach Berlin getrennt. Das war eine super coole Story, so nach Berlin zu kommen, ja, mit 12, ja. Ich selber komme aus der christlichen Jugendarbeit, auch stark linkslastig, anarchistisch, damals dunkelblauer Iro, so bin ich hier angekommen. Angedacht waren 4 Wochen, aus den 4 Wochen sind jetzt 24 Jahre geworden. Der zusammengebrochene DDR-Staat hinterließ 1990 nicht nur trostlose Stadtteile und eine marode Wirtschaft, sondern auch viele orientierungslose Jugendliche ohne Zukunftsvisionen. In Lichtenberg, einem Stadtteil in Ost-Berlin, in dem früher die Stasi zu Hause war, reagierte die Jugend seismografisch auf die sozialen Umbrüche und mit ihrer eigenen Vorstellung von Freiheit. Im Mai 1991 begann der Verein Sozialdiakonische Jugendarbeit Lichtenberg, zusammen mit 20 Jugendlichen in der Pfarrstraße 111 ein verfallenes Haus zu sanieren. Auch junge Menschen mit einer Nähe zur rechtsradikalen Szene erhielten hier eine Chance. Die sind der Auffassung, dass hier Nazis arbeiten und alles, was Nazis machen, ist scheiße und deshalb müssen sie es kaputt machen. Manche bilden sich auch ein, dass hier eine Parteizentrale entstehen soll. Also hier eine Nazi-Zentrale, waren große Schlagzeilen hier in der Taz und im Stern und überall. Und das stimmt aber einfach mal überhaupt nicht. Wir arbeiten ja auch so, in Anführungsstrichen Linke oder so. Und ganz normale Leute wie Thomas zum Beispiel. Thomas ist vielleicht nicht ganz normal, aber ansonsten, ich meine, im Prinzip ist es einfach nur, dass Leute sich gefunden haben. Im Prinzip, früher habe ich hier von der Kirche, Erlöserkirche, Profihaus und da kannten eben ganz viele Leute Micha Heinisch und die waren zum größten Teil arbeitslos. Und dadurch ist es eben gekommen, dass eben genau dieses Projekt entstanden ist. Der Verein Sozialdiakonische Jugendarbeit Lichtenberg e.V. wurde von Kirchenratsmitgliedern der Erlöserkirche Lichtenberg gegründet. Michael Heinisch wurde Leiter des Projekts in der Pfarrstraße 111. Es gab anfangs viele Widerstände, von außen und von innen. Aber das Haus hier wurde zu einem richtigen Schmuckstück. Einerseits ist ja nur das Haus fertig und ein fertigsinniges Haus lässt man ja nicht unbedingt leer stehen. Das wäre ja unsinnig. Das heißt, wir haben in diesem Haus versuchen wir Jugendliche zu beheimaten, die zurzeit auf der Straße leben. Die sind 13 bis 17 Jahre alt, die zurzeit auf der Straße gelebt haben, teilweise schon seit längerem. Daniela kam aus einer zerrütteten Familie aus Rostock nach Berlin. Sie lebte mit den Besetzerpunks in der Pfarrstraße und entdeckte bald die Möglichkeiten in der Nummer 111 gegenüber. Mensch, das ist ja cool hier, ein Projekt für Jugendliche. Wir haben viel Mitsprache. Und dann gab es hier ein Plenum, hier in diesem Haus. Ja? Oben auf dem Dachboden, kann ich mich noch erinnern. Da haben sich so einige, die ich auch noch kannte von früher, die genauso alt waren wie ich oder ein Jahr älter als ich. Ich war ja die Jüngste in der Straße. Wir saßen denn da und haben uns angehört, was die Sozialarbeiter erzählt haben. Wir könnten Geld kriegen, wir kriegen eine Wohnung, also ein Zimmer, Dusche und so. Das war eigentlich ganz lukrativ, ne? Da haben sie noch nicht so erzählt, dass wir so viele Regeln befolgen mussten da in dem Haus, ja? Daniela kenne ich seit 1993, würde ich sagen. Da war das eine der jungen Mädchen damals noch, die zu uns duschen kamen und die dann ihre Wäsche in die Waschmaschine gebracht hat und die dann letztendlich auch in der Fahrstraße 111 eingezogen ist, in diesem Haus, was wir da zu Anfang saniert hatten. Und viele lustige Geschichten, viele Partys, auch mal eine kaputte Rigipswand. Da wird sie sich sicherlich dran erinnern. Ratten waren auch im Spiel als Haustiere. So, also das sind so lustige Erinnerungen, die über die ganzen Jahre immer mehr wurden. Als sich Dani und Pflaume kennenlernten, waren sie noch ganz berauscht von der neuen Freiheit nach der Wende und machten sich keine großen Gedanken über ihre Zukunft. Nichts war wirklich wichtig und alles war möglich. Damals war entscheidend Konzerte, Musik, bunte Haare, Demos. Du hast bunte Haare ab? Ich hatte einen Irokesenschnitt, ja. So ein Ding. Gefärbt? Natürlich. Der war meistens lila, deshalb auch mein Spitzname Pflaume.
Es gab heftige Spannungen und Kämpfe zwischen den Linken und den vermeintlichen Rechten. Und man ging dabei nicht zimperlich miteinander um, auf beiden Seiten. Also Sie haben sich auch an die Kneipentür gestellt, als da ein Überfall auf eine linke Kneipe passieren sollte. Und dann sagen Sie nur über meine Leiche oder wie? Ja. Und das funktioniert? Ja. Der Spruch Nazis raus, den habe ich immer beantwortet, na wohin denn? Also wen willst du damit bestrafen, denen die ganzen Nazis auf den Hals zu hetzen? Das ist Quatsch, also man muss sich mit denen irgendwie auseinandersetzen. Ich habe nur diese befremdlichen, nennen wir sie mal früher Faschos. Faschos waren das für mich früher. Jetzt würde ich sagen, einfach Menschen mit dem falschen Gedankengut. Aber den Micha habe ich gar nicht so wahrgenommen mit seiner Arbeit. Man hat einfach, man war engstirnig und hat nur diese Faschos gesehen. Was machen die hier bei uns? Ja, die haben das Haus renoviert. Und im Zuge dieser Renovierens hat die ganze Straße sich aber irgendwann angefangen zu wandeln. Da kam das Jugendamt auf uns zu und hat gesagt, Mensch, ihr habt doch mit Menschen hier Perspektiven entwickelt. Könnt ihr mit denen was machen? Da entstand die Idee, dieses Haus, was wir ja nun saniert hatten, was wir nicht bezogen haben, umzuwandeln quasi in so eine Art Krisenunterkunft. Zu sagen, hier, wir haben hier Wohnungen, Zweier-, Dreier-WGs, ihr könnt hier einziehen, hier gibt es Leute, die euch beim Weg begleiten, wo müsst ihr hin, macht es Sinn für euch eine Schule weiterzumachen oder da ist eine Waschmaschine, könnt ihr eure Klamotten mal waschen. Und das sind Angebote gewesen, die die Leute sehr gerne angenommen haben. Nicht nur Daniela und Pflaume, sondern auch viele andere junge Menschen, die Hilfe und Orientierung brauchten, fanden bei Sozdia die richtigen Hilfeangebote und neue Lebensperspektiven. Daniela wurde damals hier in der 111 in einer der Jugendwohngemeinschaften betreut. Neben den Jugend-WGs im Vorderhaus der 111 gab es auch das Projekt einer Kiezküche, das Ausbildungsrestaurant am Kuhgraben und andere Ausbildungsprojekte. Michael Hartert, der früher seine Kochlehre abgebrochen hatte, wollte endlich seinen Traum vom Kochen verwirklichen. Es gab das Projekt hier, da war der Küchenmeister Hartmut Keuchel. Und als ich da hier auf dem Bau gearbeitet habe, hat er irgendwie zu wenig Leute gehabt. Und dann habe ich mal eine Woche hier reingeschnuppert und da habe ich wieder gemerkt, oh, das ist doch was für mich. Die Ausbildung in der Küche ist nur eine der vielen Qualifizierungen, die die Sozdia anbietet. Und viele junge Menschen, die früher einmal kaum eine Chance hatten, im Leben weiterzukommen, errangen später doch bemerkenswerte berufliche Erfolge. Früher waren wir hier alle so ein Projekt, aber jeder hat irgendwas geschafft bisher. Der eine macht Windkrafträder, repariert der. Einer ist Gartenlandschaftsbaumeister. Ja, aus allem was geworden. Ich Küchenmeister mittlerweile. Als Küchenmeister bildet er mittlerweile auch junge Menschen aus schwierigen sozialen Verhältnissen zu Küchenhelfern aus. Wir kümmern uns hier um sozial benachteiligte Jugendliche sowie auch um Umschüler. Und ich finde das sehr wichtig. Das hat ja so ein bisschen so was von, wie ich früher, wo ich in dem Projekt war. Und natürlich auch ich habe mal verschlafen früher oder hatte keine Lust zu arbeiten. Und so ist es mit den Leuten jetzt hier auch. Und da muss man halt mal drüber wegsehen. Ist es halt. Deshalb sind sie auch bei uns. Neben Ausbildungen und Umschulungen in der Küche und in der Gastronomie können bei der Sozdia andere junge Erwachsene auch eine Ausbildung in der Tischlerei machen, wie hier in der Hirnholzwerkstatt Weidlingstraße. Wegen des baulichen Verfalls und weil die Stadt Kindertagesstätten im Kiez schließen wollte, sind viele junge Eltern in Betreuungsnot geraten. Für so einen Kiez ist es natürlich eine Katastrophe. Hier soll sich neues Leben entwickeln, nachdem hier mit den Hausbesetzern endlich nach und nach von Haus zu Haus Lösungen entwickelt werden. Und dann gibt es hier auf einmal, werden jeden Morgen die Kinder woanders hingeschickt. Das funktioniert einfach nicht. Ein Kiez lebt nur da, wo auch Kinder sind. Sozdia baute aus eigener Kraft, mit Sponsorengeldern und mit der Unterstützung von Eltern und Auszubildenden nicht nur diese, sondern im Laufe der Zeit viele weitere Kindertagesstätten auf. Kinder sind glücklicher in schöner Umgebung. Heute befinden sich 10 Kitas in der Trägerschaft der Sozdia.
In allen gibt es 100% Bioessen. Alle werden nach neuesten energetischen Vorgaben saniert oder neu gebaut und haben einen hohen pädagogischen Standard. Auch Daniela brauchte dann einen Kindergartenplatz. Ach so, ich habe das Kind bekommen. Ja. Genau. Mit 17 in der 10. Klasse war ich dann schwanger. Dann kam ich in die flexible Erziehungshilfe, auch von dem Träger. Wir haben zusammen eine Wohnung gesucht. Ich habe in Karlshorst eine Wohnung gefunden, dann mit 17. Und dann kam immer eine Sozialarbeiterin, hat mir geholfen. Geheiratet haben Dani und Pflaume 2002. Danis Berufswunsch war jedoch noch unklar. Und habe dann gedacht, ich werde Tierarzthelfer. Ja, dachte mir, das ist was Schönes. Ich hatte immer Tiere, Hunde und Katzen und Ratten. Aber mich haben sie nicht genommen, weil ich ein Baby hatte. Und wer hat mich genommen? Die Erzieherschule. Da dachte ich mir, ach, ist ja fast dasselbe. Orte für eine sinnvolle Freizeitgestaltung fanden Jugendliche damals kaum. Oft trafen sie sich an verbotenen, geheimnisvollen Plätzen wie diesen verlassenen Fußgängertunnel, bis ihnen Sutzdia die Tür öffnete und den ehemaligen Tunnel in einen Jugendclub umbaute, wo sie sich mit Freunden treffen können oder neue Freunde finden. Erfahrene Sozialarbeiter helfen und beraten kompetent bei allen Sorgen und Nöten. Neben den Beratungsangeboten bringen auch die jugendkulturellen Bildungsangebote viel Spaß in diesem und den anderen Jugendclubs von Sozdia. Mir macht es Spaß, mit den ganzen Leuten Musik zu machen. Aufnahmen und meinen kleinen Bruder Beatbox zu machen. Für Deutschland, Berlin, Lichtenberg. Kommt her, kommt, guckt euch an, was hier abgeht. Für Christian Schulz-Rudolf gab es 1992 noch keinen Jugendclub. Dafür engagierte er sich im Projekt Pfarrstraße 111. Also ich für meinen Teil also habe größten Spaß daran gefunden, hier in so sozialen Beruf praktisch tätig zu sein. Und engagiere mich da auch in dem Träger hier von dem Projekt, also dem Verein. Und sehe da auch eine Zukunft für mich, also auch beruflich, dass ich da auch irgendwo eine Stelle denn finde da. Von daher denke ich, ist das rational gesehen eine gute Entwicklung, so wenn ich mich mal von außen reflektiere. Von Gefühlen her hätte ich mir manchmal schon einen Break gewünscht, zu sagen, ich mache jetzt mal Erlebnispädagogik in Alpen. Wobei ich im Moment immer wieder sage, die Kombination aus Umgang mit Menschen, Technik und daraus denn was machen, was für alle erlebbar wird, in irgendeiner Form, ob es jetzt ein neues Haus ist, ein Straßenfest oder eine neue Art von Fortbewegung oder eine neue Kita-Küche, wo jetzt Bioessen gekocht werden kann, dass das für mich immer ein ganz spannendes Thema ist, wo ich immer auch, wenn ich nach Hause gehe, ein sehr gutes Gefühl habe. Daniela hat die Erzieherausbildung erfolgreich abgeschlossen und ist mittlerweile die Leiterin der Sozdia-Kita Hummelflug in Treptow-Köpenick. Da habe ich mich weitergebildet, habe Montessori-Ausbildung gemacht, habe dann bei der Diakonie den Sozialfachwirt gemacht. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt bin ich eigentlich nach 10 Jahren, arbeite ich jetzt in der Sozdia. Dachte ich mir, jetzt kannst du auch mal einen anderen Posten vielleicht mal, also so eine Herausforderung, wieder eine Herausforderung, ne? Dachte ich mir. Und dann habe ich gedacht, so eine Leitungsposition, ja, selber mal so ein bisschen Verantwortung noch zu übernehmen, das wäre was für mich. Ja, weil genügend Ausbildung und Weiterbildung habe ich gemacht gehabt. Mein Kind ist jetzt groß. Also ist 17. Heute hat sie Abschluss. Damals betrachtete Michael Hartert das Projekt von Michael Heinisch noch skeptisch. Doch änderte sich seine Meinung über ihn später bald grundlegend. Das ist sehr bemerkenswert, also wenn man denkt von... Also ich kenne ja irgendwie so die Geschichte, er war früher in einem Jugendclub, hat sich da um Jugendlichen gekümmert, Punks, glaube auch Rechte. Dann hat das so angefangen hier mit dem Projekt. Dann gab es das Projekt Hochbau und wenn man jetzt denkt, diese ganzen Kitas, meine Frau arbeitet ja in der Kita, ist ja auch Leiterin,
Das ist schon immens, wie das gewachsen ist. Der hat auch viel für Viktoriastadt getan, also für den Kiez hier an sich so. Das ist schon, das ist riesig. Respekt. Die Remise in der Nummer 111, das Restaurant am Kuhgraben, ist in 25 Jahren für den Kiez zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Wie fühlte Michael Heinisch sich mit 25? Als ich 25 war, war 1989. Das war eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, die ganze Welt verändern zu müssen. Ein paar Beiträge habe ich dazu ja auch geleistet. Denke ich, das verantwortlich wahrgenommen, was eben dran war 1989 für mich und für den Ort, wo mein Gott mich hingestellt hat. Seitdem ist aus einer Ruinenlandschaft in der Pfarrstraße eine lebens- und liebenswerte Nachbarschaft geworden. Und in den anderen Stadtteilprojekten und Einrichtungen wurden Werte geschaffen, die auf Dauer den Familien erhalten bleiben sollen. Und diese Gruppe. So und so, pusten. Wunderbar. Und Und was tut man, wenn man ein Vermögen für einen ewigen Zweck sichern will? Man gründet eine Stiftung. Die Sozdia-Stiftung Berlin, gemeinsam Leben gestalten, erwarb in Hohenschönhausen ein Grundstück mit einer alten Kita, die abgerissen wurde. Und errichtete darauf für den umliegenden Stadtteil den Campus Hedwig. Mit einer neuen Kita für 100 Kinder, die sich hier wohlfühlen, und immer leckeres Bio-Essen bekommen. Und Eltern, die ihre Kinder hier gut aufgehoben wissen. Das kreative Stadtteilzentrum hält für Familien aus der Umgebung viele Angebote bereit. Wie die flexible Erziehungshilfe, die von hier aus Familien betreut, die professionelle Unterstützung brauchen. Also in der Stiftung haben wir ganz klar in der Satzung zu stehen, dass wir uns mit Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung im weitesten Sinne beschäftigen. Und das ist für uns auch ein großer Auftrag, zu sagen, wir machen die Welt nicht weiter kaputt. Wir leisten unseren Beitrag, dass das alles ein bisschen besser wird. Wir wollen unsere Energie effizient verwenden. Wir wollen die Kinder gesund ernähren und auch die Ressourcen nicht über Gebühr strapazieren. Das macht mich ziemlich stolz, also auch hier zu arbeiten und auch die Möglichkeiten zu bekommen, zu sagen, wir geben jetzt mal eine Mark mehr aus, aber sind hinten raus dann nachhaltig unterwegs. So, dass das so in der Firmenphilosophie quasi auch verankert ist, das finde ich sehr, sehr hilfreich, sehr gut und befriedigt mich auch sehr. Gemeinsam Leben gestalten ist das Motto der Sozdia-Stiftung und das wird in mittlerweile 50 Einrichtungen in Berlin und Brandenburg erfolgreich umgesetzt. Mit 25 ruht man sich natürlich nicht auf den Erfolgen aus und lässt Familien nicht im Stich, wie gerade aktuell in einem anderen Berliner Stadtteil zu sehen ist. Das erste ist die Anfrau aus Mögelheim. Da gibt es eine Kirchengemeinde. Die Kirchengemeinde in Mögelheim, die haben einfach keine Räume, aber ein großes Grundstück. Und haben uns angefragt, ob wir auf dem Grundstück für sie eine Kindertagesstätte errichten, die wir dann auch betreiben sollen. Und das ist ja genau das, was wir gut können. Was fällt euch dazu ein? Na, mir fällt gleich unser 100%iges Bio-Essen dazu ein. Im Laufe der Diskussion kommt man auch auf ein weiteres aktuelles Thema der Stiftung. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir als soziales Unternehmen Menschen die Möglichkeit bieten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ehrenamt ist ein super Stichwort. Da sind wir schon bei unserem nächsten. Wir haben ja richtig viele neue Menschen, die einfach auf unsere Tätigkeit warten. Das sind die geflüchteten Menschen, die hier in unserer Stadt, in unserem Land gerade ankommen. Jeden Tag viele hundert. Unsere Jugendclubs haben sich dem ja im Moment zuallererst angenommen. Die machen Projekte für geflüchtete Menschen. Ganz aktuell weiß ich zum Beispiel von diesem Graffiti-Projekt, wo junge Geflüchtete von ihren Erfahrungen berichten. Das finde ich super. Da gibt es wirklich tolle Sachen. Wie wird sich denn die Sozdia zum Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge stellen? Den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nehmen wir uns an. Die Sozdia richtet dafür momentan in der Rummelsburger Bucht betreute Wohnungen ein. Außerdem können Geflüchtete in verschiedenen Projekten gemeinsam mit Menschen von hier Erfahrungen sammeln. In der Sozdia-Stiftung werden weiterhin Zukunftspläne geschmiedet. So soll eine inklusive Schule hier auf dem Campus neu gebaut werden. Schon immer hat die Sozdia Lebenslagen von Menschen vor Ort verbessert. Gemeinsam Leben gestalten eben. In den vergangenen 25 Jahren
und in den kommenden. Ich brauche nicht viel, ja, zum Leben. Also wirklich nicht viel zu Hause. Ich kann ohne Strom könnte ich, ohne warm Wasser könnte ich, ja, leben. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich weiß, ich kann abends mit meinem Hund nach Hause gehen, habe ein Dach über dem Kopf, kann mein eigenes Licht anmachen. Ich bin total stolz darauf auch, ja. Und dann einfach ein glücklicher Mensch möchte ich sein, mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinem Kind.